Nintendo Presents. Das Sekret von Mana. Herzlich willkommen zu Secret of Mana. Von Square. 1993 erschienen. Für Super Nintendo. Noch nicht mal Square Soft. Ja, Super Nintendo kann ich nicht an den PC anschließen, deswegen tun wir das jetzt über den Emulator. Wer hätte das gedacht? Auch bekannt unter dem Namen Seiken Dentetsu 2. Jo. Die Legend of Mana, Secret of Mana 2. Spiel, ich habe das Buff, ich war als kleines Kind, habe ich bei meinem Cousin mal zugeguckt und fand das immer richtig toll, aber ich weiß nichts mehr von der Story. Ich weiß ungefähr, wie es aussah, aber ich weiß auch nicht, du kennst es gar nicht, glaube ich. Das Einzige, was ich davon kenne, ist, dass diverse Leute und Meinungen immer sagen, das ist ein super Spiel. Das ist alles. Wir haben vor 5 Minuten Fire Emblem aufgehört, weil ich keine Lust mehr habe. Gucken, ob Nazgul das jetzt gefällt. Das soll ein bisschen actionreicher sein von der Story her, mal sehen. Das ist so wie ATB-Balken, aber mit Gegnern, die man sieht. Also sag mal so, ich habe dich durch Dark Souls geschleift, da ist das okay, da hast du den freien Fahrtschein für Fire Emblem gehabt. Dann einfach mal starten. Wie sind die Bäume? Worauf? Viele alte Spiele. Ich wollte sagen, B, um zu beginnen? Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal gucken, dass wir hier nicht... Na, ich bin auf neues Spiel, keine Angst. Nee, das finde ich bei Pokémon, das ist ein Spiel schon löschen. Nee, fangen wir schon mal an. Aber drücke B, um zu beginnen. Moment. Das ist ja krass. Drücke den B-Knopf, um deine Wahl zu bestätigen. Warte mal, ich tausche dir mal ganz schnell die Konfiguration. Wir tauschen jetzt onscreen die Konfiguration. Nee, also ich bin schon dafür, wenn dort B steht, dass wir auch das auf B lassen. Da bin ich schon für. Aber es ist halt ungewohnt, dass es okay. Mal mit B ist. Also ich würde, wenn ich dann den Controller lege, ich bestätigen E auf A. Wenn du okay damit bist. Du darfst natürlich auch gern Widerspruch äußern. Nee, Harald ist okay. Das soll doch Harald werden. Yeah! Aber Start ist vorfahren. Das ist schon mit Controller natürlich. Lange Zeit wurde Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Vielleicht. Wenn du sagst, dass es Seiken Dentetsu 2 ist, das die Story von Teil 1 gewesen? Oder hängen die gar nicht miteinander zusammen? Weißt du da irgendwas? Keine Ahnung. Ich glaube, die hängen nicht miteinander zusammen. Es gibt hier aber noch Secret of Mana 2 irgendwie. Also. Hey Jungs, wartet auf mich. Sei still! Wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Vielleicht sollten wir besser woanders spielen, er soll hier spielen. Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz, komm, den müssen wir finden. Hilfe, ich falle. Hiermit endet Secret of Mana. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Credits. Sturzschaden. Aua, mein Kopf. Und nun, wie soll ich jetzt wieder nach oben kommen? Endlich mal nicht schon mal Protagonist, das finde ich schon mal ganz gut. Er sieht ein bisschen aus wie Chrono. Findest du das auch nicht? Das sind alle Spiele, die sich alle ungefähr zur selben Zeit erschienen. Square 19. Diese ganzen Super Nintendo-Spiele. Das ist so wie Final Fantasy 6 im Endeffekt. Das ist alles dasselbe, finde ich. Also von der Aufmachung her. Ja, ja. Leben halt von der Story. Auch die ganze Grundschau Mana ist weg, das ist wie Final Fantasy 6 gewesen. Ich habe mal alle Tasten gedrückt, mit allen Tasten passiert. Wir haben auch keine komplette Summe, vielleicht kommt irgendwann mal eine dazu, aber jetzt, wir fangen einfach mal an. Ja, ja. Denken wir nicht, dass wir jetzt. Ich meine, wir können doch einfach Spaß haben, weil wir mal wieder sagen, wir machen mal wieder Spiel, wenn wir eben schon mal beide blind sind. Alle ohne Komplettlösung. Aber halt, na du?
sind halt nicht immer die Sidequests, aber ist auch nicht so schlimm. Ja eben, man kann einfach mal wieder mal komplett. Hast du meine Tasten schon drin? Hab ich alle schon, passiert überall nichts. Bzw. wenn ich jetzt A drücke, ist er dann schneller gewesen? Ein bisschen, oder? Und was dieses Aufblicken ist, kann ich auch nicht sagen. Das kommt ab und zu, wenn ich eine Taste drücke, ist es ab und zu, wenn ich keine Taste drücke. Wenn du später eine Waffe hast. Na, es kommt ja aber auch manchmal, wenn ich keine Taste drücke. Das ist ja das, was ich... Oh, Schwert. Harald. Nanu? Mach einen Duck jetzt. Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Fische umzuhalten. Wäre es denn da zum Beispiel mit diesem schicken Schwert hier? Harald, zieh mich heraus! Wer spricht denn da? Und was macht dieses Schwert hier? Uah. Huh? Ah, dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Ah, ein Gespenst. Harald. Ich bin's doch nur. Das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Ich muss dazu sagen, wie bei Chronotrigger, ob ich das nicht, ob hier Square irgendwie Kopierschutzmaßnahmen eingebaut hat, dann kann es sein, dass es bald wieder vorbei ist, aber... Das hoffen wir nicht. Ich muss ins Dorf zurück. Selbst? Ah, okay, das ist das Blinken. Wenn ich wieder aufleuchte, bin ich wieder einsetzbar. Mit welcher Taste schlägst du zu B? Das ist B alles. Dann würde ich jetzt mal pausen. Nein, ich finde es gut, dass B schlagen ist, weil das habe ich bei meinen, wenn ich Zelda spiele, mache ich das Schwert auch mal auf B und auf A, meinetwegen springen und die ganzen anderen Sachen. Was ist A? A ist bisher noch nichts. Okay. Ich glaube, ja, falls A irgendwann ansprechen wird und B halt Schwert schlagen ist, finde ich das okay. Wir überlegen, was uns in der nächsten Folge, ja. Also abhängig davon, was dann so für Tasten dazukommen. Kannst du A's nämlich jetzt hier wegschneiden? Das war jetzt das Y, wenn ich ein Schwert habe, kann ich das auch. Also auch ein Trauchling. Da ist mal Option schon mal gefunden. Das ist eine Bewegung? Oder wo? Das dann hier auch immer. A ist Rennen. B ist Kämpfen. X und Y. Ja, das musst du entscheiden. Also hier da und B immer getauscht. Ja, das so machen. Ja, dann tauschen wir es über den Emulator. Achso, dann tauschen wir es über den Emulator. Also ihr seht jetzt wie das Emulator-Menü. Wir spielen wieder mit dem... Ich weiß nicht, wie der Emulator heißt, mir egal. So. A. Drück mal auf B. Und B drück mal auf A. Perfekt. Das nächste Morgen Spiel hier spielen, wenn wir uns wieder wundern, warum hier wieder nichts passt. It's fine though. Das heißt, jetzt muss ich damit wieder. So. Siehst du, Manete, mal was auf, wenn du geschlagen hast? Außerdem wollte ich Pokémon. Damit kann man wieder den Spaß machen, dass man halt einfach wieder ist. Wenn hier mal steht B-Knopf, müssen wir natürlich wissen, dass das dann der A-Knopf ist. Ja, ja. Ich ist halt das kommt und sagen, drücke B. Alles hoffentlich noch erklärt. Ja. Was ist Rüstung? Wenn ich irgendwie einen Unlock kriege, unlock mich feindlich. Okay. Status. Waffenzauberlevel. Okay. Ist ein bisschen auch wie Zelda, nicht wahr? Mit dem Schwert kann ich die Büsche zerkleinern. Das hoffe ich, dass es wie Zelda ist, weil dann komme ich da drauf gut zurecht. Jetzt auch noch zurückgehen können. Ich glaube, dass dieses wackelnde Gras auch besiegen können. Hey, was macht denn ein Pogo-Puschel hier in dieser Gegend? Ein Pogo-Puschel! Den mache ich fertig. Was machst du 14 Abwesen, oder? Gut, dann mach dich selber fertig. Pogo-Puschel ist erledigt. Sah so aus. Das war keine Geräusche so schnell. Auf der anderen Seite hier vom. Ja, das auch, aber auf der anderen Seite hier vom Wasser. Also was hier. Genau, das kommt wieder. Ich glaube, mich zu erinnern, dass damals die Temps unterlagen. Ich weiß auch nicht mehr. Ich hab mich getäuscht. Ich meine, für mich war, ich dachte, als ich das erste Mal die Zeit lang gesehen habe, als ich mir gesehen habe, ich dachte, das ist selber. Dann habe ich gemerkt, nee, links sieht das anders aus.
Schade, er kann keine Schwertpunkte. Aber da war ich noch in der Grundschule, vielleicht gerade so 5. oder 6. Klasse, als ich dazu geguckt habe. Also ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr, weil die sind vielleicht mittlerweile so verfälscht im Nachhinein, dass ich einfach völlig falsch vor Augen habe. Ich wusste, dass ich dieses Schwert bekommen habe. Ich dachte, das Schwert irgendwie, dass es nach oben bleibt und das am oberen Ende des Wassers ist. Jetzt ist es am unteren Ende lang. Der ich mal wieder da ist, kommen wir hier schon. Bestimmt 100 mal besiegt verändert. Herausgefunden habe, ist, warum ich mal 18 Schaden mache und mal nur 4 hat. Vielleicht kommt aber ein Frontriff, dann muss ich leider. Oder was hat mit der Prozentanzeige zu tun, dass ich 100% schlage, ich halt mehr Schaden mache. Den Mover incoming. Das sag ich dir. Einerseits weicht duckt er sich nicht ab. Du leuchtest nie, hat das einen Grund? Na, während die Zeile aufbleibt. Wenn ich dann gleich fertig mit Zeile bin, kommt er dann komplett wieder mit. Na, hier wird es wahrscheinlich so sein, dass ich dann halt einfach weniger Schaden mache, wenn die Zeile nicht voll ist. Weil sonst könntest du ja einfach wie man es bei Zelda sonst macht. Ich weiß ja dann nicht, wie benutzerfreundlich das Spiel ist, mit dieser alten Square-Spiel ist natürlich unter sehr schwer. Das kann natürlich sein. Dass die uns auch nicht so sehr in die Hand nehmen, sondern dass sie einfach sagen, ich finde Trial and Error-Prinzip nicht so tutorial-freundlich sind. Ich weiß gar nicht, wir fallen auf die 6, weil das ist ja Tutorial-freundlich. Es gab dieses Haus-Tutorial damals. Ja, da wollte wieder mal Zustände und alles. Aber erklärt. Vorher musstest du schon kämpfen, wo die gesagt hast, dass du nicht gewählt. Ja, okay, aber da warst du ja auch in der Magitek-Rüstung und die hat ja dir überragend geholfen. Deine Stärke und dergleichen. Ich muss aber hier die Musik höre, da fliegen mit vor, das zu spielen, mag ich. Bosse gehen durch den Garten. Ich hab keine Ahnung, wie schwer das oder leicht das Spiel ist. Ich kann wahrscheinlich auch noch relativ schwer draußen. Hast du mal probiert zu rennen, Felix? Ja, kann ich aber auch nur, wenn die Seile voll ist. Du musst die auch irgendwo schmeißen, oder? Das hat er auch immer schon gemacht. Ich hab sie mit B angesprochen und dann hat er das gemacht. Weil dadurch, dass jetzt A schwer ist, ist sozusagen Schwert ist, ist halt B mit Gegenständen interagieren. Achso, wenn B dann interagiert, dann kannst du nicht wieder tauschen. Nee, dann sollte doch X interagieren, sondern ich dachte, okay. Ja, das meine ich halt damit. Darum hätte ich halt das Schwert auf B gelassen. Weil B war vorhin einfach brennen. Wir können mal gucken, was passiert, wenn wir mal irgendwie interagieren können. Mit dir handeln? Du tust dein Leben. Haralds Waffenlevel ist gestiegen. Schwert erreicht Level 1. Ja. Hättet ihr den Endgegner vor die Nase? Ich habe große Reden, ich habe keinen Corona-Namen. Schneller. Du hast bei Fire Emblem gespielt, jetzt spiele ich hier. Nein! Der ist automatisch weitergelaufen, sobald er dort war. Na, dann haben wir die Kiste nicht. Quasi ab hier ist er von der Landing. Hätte eher erscheinen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie sie gespeichert ist, aber vielleicht steht auf dem Schild, wo sie jetzt hingeht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht im Kampf zerschlage. Was willst du sagen? Ja, aber er kann auch einen Sprung machen. Echt? Ja. Wo ist er da drin? Keine Ahnung. Also, Drücker ist ja eher über X, außer bei der Kiste mit B. Also, wenn ich so hier stand, ist er auch mal ein, zwei Mal. Ja, yeah, Level 2. Verbotener Wald, nach rechts. Kannst du mal im Menü gucken, ob da irgendwas für Statuswerte oder irgendwas gibt? Level. Jetzt sieht das aus wie ein Menü, wo ich denke, was eine Scheiße. Ja. Aber das wird noch voller werden. Hoffe ich. Ja, es ist vor allem interessant von der Aufmachung. Ich will nicht danach bewerten, ob das Menü übersichtlich ist. Ich hätte immer kleine Infos oder nie. Wenn das Spiel von der Story überragend ist, dann ist das doch egal. Genau, denn die Hauptfaktoren sind ja eher Story, Gameplay und Musik. Visuell. Musik wird das Spiel, glaube ich, nicht verlieren. Pauschal sage ich, diese ganzen Super Nintendo-Spiele, diese ganzen alten von Story, die das heißt, du hast dieselbe pauschale Einstellung, wie ich zu Game Boy Advance-Titeln habe. Das finde ich sehr gut. Game Boy Advance-Spieltitel, dass sie alle überragend sind. Ja, auch von der Akustik und von der Optik.
drücke ich wieder B an der Truhe, wenn ich bei 100% bin. Und dann macht er eine Stoße. Okay, das kommt genau. Bonbon. Ganz schön HP gekriegt, man wusste doch 59 in der Endrunde. Ich hatte über 50 am Anfang. 50? Ja. Ich meine, ich hatte 50. Ich weiß nicht, bin ich vergiftet mit dem Angriff, dass die Chance immer einfach sagen, gut, Tutorial, haut euch mal drüber selber kaputt. Tja, vielleicht ist ja das Mana-Schwert, das ist irgendeine 4-Ju. Ich könnte mir vorstellen, das ist bestimmt für Geldmedaille oder Geldmünze. Geldmenge, 4 Geldmengen. Ja. Was er nicht hoch kann, die Speicher kann. Die Speicher nicht kämpfen, das ist dann aber. Schön, dass du das mal wieder illustriert hast. Also, ich glaube, so Secrets gibt, heißt das Secret of Mana. Das ist die Musik, an die ich mich erinnere als Kind. Das war die Musik, die ich gerne mag. Hast du gesehen, Harald? Etwas Leuchtendes am Himmel über dem Wasserfall. Ich spüre, dass bald etwas Schreckliches geschehen wird. Mit dieser Musik muss nicht Schreckliches passieren. Ich kann im Dorf kein Schwert benutzen. Harald, Dorf Elze hat dich gesucht. Er sah ziemlich wütend aus. Habe ich hinter dem Baum nicht gesehen. Da ist zu uns ins Dorf gekommen, er ist im Haus. Das ist nicht wahr. Gefährliche Monster haben das Dorf umzingelt. Ein Unglück ist geschehen. Bleib lieber hier. Gehen wir zuerst rein? Na, hier links. Die Kirche oder was ist das wahrscheinlich? Yeah. Ist mit dir nicht richtig. Ja, weil du solltest sofort zum Dorf Ältesten gehen. Beeile dich. Bei mir ein. Bonbon kostet 10, Stirnband 50, Schutzweste 20. Auch eine, okay. Warum zeigst du mir nicht an, was die denn so bringt? Dein Geld reicht nicht. Dein Geld reicht nicht, du arme Sau. Den Platz bei, sonst bringen wir dich um den Rutsch. Und ich tanz weiter, eine Nacht kostet 5. Willst du bleiben? Nein. Oder speichern? Ja. Hat er das gespeichert? Keine Ahnung, ich nicht. Ich wüsste erst mal. Drei Betten, also kann ich mal eine Dreimann-Party? Oder wir liegen in der Nacht. Tanz schon wieder einer. Der Römer scheint ein Ritter aus einem fernen Land zu sein. Sag mal, Harald, was ist denn geschehen? Tom ist weinend davon gelaufen. Ich glaub ja, der geht saufen. War Tom nicht ein Kind? Harald, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich. Wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Ihr Idioten, es wäre besser gewesen. Er hätte dort nie gespielt. Na nu, Harald, was hast du da an der Hand? Oh nein, das ist... Cool, hast du etwa den Schatz gefunden?
auf, lass uns kämpfen. Was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen. Das ist unglaublich. Das Mana-Schwert, dann ist unser Dorf erledigt. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein steckend war das Mana-Schwert unser Schutz. Vor den dunklen Mächten. Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Ich weiß leider immer noch nicht, wer Tim und wer Tom ist. Tom ist der Ding. Hey! Hör auf damit! Du bist an allem schuld. Alles wegen dir. Eigentlich spreche den Tom ja ich, du Vollidiot. Bitte, lass mich. Auf dem Baumstamm hab ich den Tom noch gesprochen. Oh, ein Erdbeben. Wir werden alle sterben, aber wenigstens später zu guter Musik. Hilfe, ein Monster! Tu doch was, du hast ein Schwert, los! Hey Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. Bossfight. Dass das ein Kampf ist. Wir haben halt gespeichert, dann mach weiter. Denkst du, das ist immer. Zumal ich jetzt auch nicht sehe, wo ich hier den benutzen kann. Das war das andere Menü. Du hast zwei Menüs gehabt, die laufen können. Nein, du konntest doch noch ein anderes Menü aufrufen. Wollte ich eigentlich nicht. Y und mit das X. Das ist mit Y. Y. Mach mal X. Der X ist mein Angriff. Hier die rechte Seite. Die, mit dem ich renne. Hey Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Ja, dass sie gedrückt halten, wenn das 100% hat. Weil wenn ich es drücke, macht er seinen Schlag und danach lässt er das Ding los. Text, wenn man es braucht, dann wieder normal sprechen, wenn du möchtest. Und weiter geht's. Runde 2. Schwertorb erhalten. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Aha, lass mal liegen. Warum nicht er?
Es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha, und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Harald, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Viktor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Worauf wartest du? Erstmal Speichern über den Typen, ne? Sie speichern anscheinend im Inn, wie es derzeit aussieht. Endlich wieder. Warst du mal, vielleicht gibt es eine Szene, also ich weiß nicht, Traum sehen, keine Ahnung. Es gibt die Szene, wie er sich ins Bett legen wollte. Das ist doch wert. Aber nicht 5 Geld. Ich glaube, du bist gerade 2-mal gestorben. Ja, und das ist nicht passiert. Wir sind im Quelldorf. Loch reingehen kannst? Bleib doch einfach da. Ältester Harald, du musst hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh, Harald. Warum nun? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Also gut, wer ist dafür, dass Harald geht? Alle die Hand heben. Was mit denen, die nicht da sind? Falls ich am Dorf bleibe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du bald weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Dir haben wir es also zu verdanken, dass all diese Dinge geschehen. Benutze den Ausgang im Süden. Gehe jetzt, bevor noch mehr passiert. Geh gleich über los und ziehe keine 200 Euro ein. Solange du hier bist, sind wir alle in Gefahr. Verlass uns bitte. Damals war es noch dem. Es tut mir leid, aber ich kann nichts für dich tun. Es ist nur deine Schuld. Nee, lass mich euch alle töten mit dem Schwert. Kann ich nicht, die Art hast du auch gesagt. Was geht das nach? Wo? 50 Goldmeilen. Du gehst? Bis später. Guck mal, ob der Waffenfest schon. Na, Fee. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Lederfuckers. Mit dem 50 einen Kopfband kaufen? Ja, wenn das mal ist, ist es möglich. Weil ich habe gerade eben gesehen, im Kampf da unten, Lederrüstung, hatten wir schon ausgerüstet. Ja. Wow, well... Das war doch gar nicht der Händler. War sie der Händler? Hier links war. Das ist noch ein ganz anderes Rüstung, noch gar nicht gewesen. Würde ich ja alles selbst sagen, ist auch gut. Wie wär's, wenn ich hier bleibe und ihr flüchtet alle vor der Gefahr? Deal. Final Fantasy 4 am Anfang, du gehst ins Nebeldorf, weiß nicht, ob du so weit kennst. Final 4 habe ich gespielt, bis ich keinen Azubi besiegt hatte. Du gehst ins Nebeldorf, aber Barbarisier du gehst nicht. Ins Nebeldorf und machst dann von dir die ganze Arbeit.
100 Bonbons und sowas mit Heilen, die kannst du kaufen. Weißt du nicht, was? Ja, Bonbons haben wir zwei gehabt. Ich habe schon einen Heilkräuter gekauft. Ich kann auch gerne noch eins rufen. Und sowas hätte ich immer drei mit. Okay, drittes Konto. Zwei gibt es genug Geld. Nur, dass ich das mit dem Kampf nicht gesehen habe, wie man das einsetzen soll. Klamotten kann ich nicht kaufen, die hatte ich alle schon. Und jetzt kannst du verwenden, oder? Achso, das heißt Zielbestimmung. Dann gibt er mir das Item zur Auswahl, vermute ich. Nein, das ist mit nach oben und nach unten. Da weiß ich nicht, was das ist. Jetzt nochmal speichern gehen, dann machen wir dann nach der Folge Schluss. Nach der Folge machen wir Schluss? Ja, sind wir so. Dieses Let's Play an dieser Stelle. Der Beginn von Secret of Mana. Dem ist so. Die Stimmung hat sich gewandelt. Wir sind nicht mehr sehr erwünscht im Dorf, weil wir einen starken Schild finden. Wir sind alle neidisch. Immer dieser Penis, ich meine Schwertneid. Bis zum nächsten Mal. Spin to win, meine Freunde. Spin to win.